Ja, grüß euch, Leidl. So, und es geht schon wieder weiter. Was haben wir das letzte Mal gesagt? Wenn ich mich noch recht erinnern kann, habe ich gesagt, ich fahre zum Klites. Und da muss ich mir jetzt mal den Wegpunkt setzen. Wo ist denn der Typ? Oh, das ist ganz schön weit weg. Das ist hier. Na egal, wir fahren trotzdem mal zum Klites. Ah, das ist schon wieder. Schauen wir mal, wie wir hinkommen. Ja, wir haben da zum Schluss so eine Fahrerin für Aufträge aufgegabelt. Durch Zufall mehr oder weniger. Das war so eine Zufallsmission. Und naja, dann schauen wir, was da noch alles auf uns zukommt. Jetzt möchte ich auf einmal wissen, was der ihre Klites wieder hat, auf was wir diesmal schießen. Was habe ich gesagt? Das letzte Mal, Briefkästen fehlen eigentlich noch in der Sammlung. Das kann ich mir auch echt spannend vorstellen, wenn man auf Briefkästen schießt. Aber schauen wir mal, warten wir mal ab. Auch hier tue ich nicht voll durchlaufen von Mission zu Mission. Das habt ihr schon gesehen. Ich möchte mir einfach auch die Nebenmissionen anschauen. Und ja. Einfach gemütlich durchzocken das Spiel und nicht durchhasten. Aber diejenigen, die sich das doch anschauen bei mir, die haben das eh schon überringelt. So lernt man wenigstens von der ganzen Gegend was kennen. Ist ja auch nicht schlecht. Wenn man nur das Notwendigste sieht, ja. So. Jetzt haben wir den Trevor da mal ein bisschen zum Klites grün. So, so weit war ich ja schon einmal und da war dann die Stelle, wo ich die komische Trullala da aufgegabelt habe. Was ist jetzt los? Irgendwie war doch am Anfang da diese, wie habe ich gesagt, Germany's Next Topmodel, die hat doch auch Aufträge versprochen, aber da ist irgendwie noch nichts ankommen, finde ich. Oder per Mail oder irgendwie haben die gesagt, oder SMS. Werde ich dann noch einmal schauen. Vielleicht gibt es da auch was Interessantes, weil so Kopfgeldaufträge können ja durchaus auch interessant sein, denke ich einmal. Oh. Aber momentan geht es da eh recht flott dahin. Ich hoffe, ich bin jetzt gleich da. Kilometer noch und 7. Ja, ich liebe diese Streifen in der Mitte. Da haben sie sich schon was dabei gedacht, die Amis. Gut. Boah, noch immer ein Kilometer. Wahnsinn. Wie weit ist denn das? Eieieiei. So. Ah, jetzt kommen wir schon. In die etwas entlegenere Gegend. Ah, da sind wir schon. Gott sei Dank, geschafft. Yeah. So, wo stelle ich da meinen Kühl ab? So, da. So, wo ist der Kitas? Wer steht da rum? Wer bist du? Okay. So, da vorne, ne? Sitzt er schon. There you are, Trevor. Ah, but ain't my favorite marksman, huh? How are you, Cletus? Fine and dandy, sir. You ready to hunt some elk? Beat satellite dishes. Lead the way. Oh, here you go. Now, put this in your mouth. A bad day hunting still beats a good day working, my pa always used to say. Es ist dort offensichtlich ganz normal, dass man mit einer Schrotflinte und einem Scharfschützengewehr am Straßenrand sitzt. What is this thing in my mouth? And why do I have the feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them. And they'll bolt. You gotta move slowly and quietly and keep that aside.
But an elk's nose is as big as defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind direction. If you don't stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo. Especially with that distinctive, musk of yours. I'm calling pot and kettle on that, my friend. All right, this is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on not 10 minutes ago. Follow me. I'll keep us downwind so we don't spook him. Okay. Da, dieses rote Gebiet. Da muss da aber bitte drinnen sein. Der Wind kommt so, dann gehe ich lieber so. Da muss man also da immer entgegenblasen. Gut. Mal schauen, ob wir da das Viech sehen. Schleichen wir mal auf alle Fälle. Da ist er. Ah, ist er ja schon. Schauen wir mal, ob wir einen Platzschuss hinkriegen. Na, machen wir mal Blattschuss. Burned up half of me, but I'll take it. Where are you going? There's still elk in there. Okay, kehre zurück zu Klitters. Das war's jetzt. Jetzt haben wir einen Elch gejagt. Und den bin ich jetzt so lang daher gefahren. Keep quiet. Es geht noch weiter. Close. Okay. I ain't seen much else or nothing else out here. Oh, we're gonna have to see if we can coax one into the open. That's where that thing you've been chewing on comes in. Ah, yes. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle to you and me. All right, give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back. Okay. Sounds like someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. So. Okay, you hear that? He's overhead. You're downwind. Hot shot, like a true professional. Na bitte. Okay, follow me. We'll move a little further in. Stay so. Quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Let's check it out. Now, remember, if it's a pair, we're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one with no antlers, leave it be. Blow your whistle again. See if you can get a beat on him. Also, wir dürfen jetzt keinen ohne Gewehr treffen. Okay. Also, dann schauen wir mal. Pfeifen wir uns mal halt eins. Okay. Okay, this is good. Same as before. Nice and steady. Der Wind sollte aber eher so rumblasen, weil sonst verratet ja mein Körpergeruch mich. So, und jetzt ist er wieder weg, oder was? Oder wie, oder wo? I'd park yourself there if I was you. Aha. Ruf man halt nochmal. Genau. Da sind zwei, sind das. Okay, einer ist männlich, einer ist weiblich. So habe ich das verstanden, das Problem. Give the whistle another blow. Also, da sind so viele Bäume, da sehe ich nichts. Da oben, oder? Scheiße. You leave that doe alone now, ja, Trevor. Ja, habe ich schon verstanden. Ist das nur die Kuh, oder gibt es dann hier Schnau dazu? Das ist die Kuh. Keine Härnern am Schädel. Also. Ah, dahinter steht noch einer. Und der hat gleich am Kopf. In the shade. Genau, also. Barbecued half the steaks already with that one. You got this now, Trevor. You're on your own for the next one. Okay. Tell you what, I got an idea how we can go in on this together. Text me a pic of your next kill, and we'll talk business. Ah,
I gotta go. Good luck. I'll holler at you in a while. Okay, also ich muss jetzt noch einmal so ein Viech jagen. Das ist jetzt natürlich scheiße. Weil das ist mit dem Wind blöd. Ja, ja. Ich hab's verstanden, wie das mit dem Wind funktioniert. Das heißt, ich muss da mal rum und eher runter. So, pfeifen wir halt noch einmal. Genau. Und da jetzt rum. Scheiße. Jetzt kommt der Wind wieder von oben. Ach Gott. Das ist doch nur Pflanz. So. Komm her jetzt da. Da steht er eh schon. Ich seh ihn ja schon. Komm, das Köpfchen hier rauf. Passt, Hammer. Okay. Nähern wir uns dem Kadaver. Wie makaber. Wir nähern uns einem Kadaver. Ah, er mit der Brille auf der Jagd. Ich find's so genial, wie der ausschaut. Jetzt muss ich ja irgendwas... Ich glaube, ein Foto muss ich jetzt von dem machen, ne? Genau, habe ich wieder richtig aufgemerkt, Freunde. So, warte mal, das ist das Kamera-Zeugs. Yeah. Schau mir in die Augen, Toter. Na, das geht anders. Foto machen, klick und zack. Und Foto senden. An den Klitters. An den Notfalldienst, ha? An die Maut. Da ist die komische Maut. Da werden wir dann auch schauen. Wo ist denn der Klitters? Da ist er eh, der Klitters. Klitus. Typischer Hillbilly-Name ist das. Das war's jetzt. Aha. Klasse, habe ein GPS-Signal und alles. Ich schätze, dies könnte klappen. Rufe dich jetzt an. Got the photo, another nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. All right, well, the offer's there. And you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. Be hearing from you. Okay, also da kann man offensichtlich mit der Jagd auch Kohle verdienen. Soll so sein. Und... naja. Einen Blattschuss habe ich gemacht. Eroberer der Herzen. Das war sicherlich einmal ins Herz getroffen hab. Da schreit etwas. Was aber nicht ein Hirsch ist. Was bist denn du da drüben? Ist das ein Berglöwe oder sowas? Kann man den auch abknallen? Ja. Wo ist er denn? Wo ist er? Da ist er. So. Den habe ich einmal. Jetzt hoffe ich nicht, dass da noch ein zweiter Warum herumhängt, der Kumpel von ihm. Der mich jetzt auffrisst. Geht das nur bei Hirschen? Oh. Scheiße. Dann. So. Zur Sicherheit. Ich glaube, das nutzt das jetzt nichts, wenn ich fotografiere. Das geht nur bei den Hirschen, weil die Berglöwen kann man ja nicht essen. Aber ich probiere es trotzdem mal. Weil nur probieren. So. Kamera. Okay. Machen wir ein Foto.
Aha, das kann ich jetzt auch nicht schicken. Okay. Schade. Ich hätte das Foto jetzt der Maud geschickt. Einfach so. Blöd, dass das nicht geht. Okay, Rockstar. Das wäre doch cool. Und außerdem, wieso kann man Fotos nur speichern? Warum kann ich die nicht lokal speichern? Warum muss ich die online speichern? Hallo, ich habe 500 Gig in meiner Station drinnen. Da kann ich ja ganzen Arsch voll Fotos speichern. Ich möchte die lokal speichern. Gut. Was machen wir denn jetzt denn dann als nächstes? Jo. Gut. Da ich jetzt eh kurz noch was vorhab, mache ich hier mal wieder ganz kurz eine Pause. Und weiter geht's dann selbstverständlich gleich im nächsten Part.